Meditation 24, Freiheit von Werten, betrifft die Lektionen 162 bis 168 des Werkes Ein Kurs in Wundern. Seid aufs Neue gegrüßt, ich bin Jeshua. Ich komme heute, um mit euch weiter über Ein Kurs in Wundern zu sprechen. Ich sprach in letzter Zeit oft und offen über deine Wertschätzung. In der Tat ist die Erkenntnis deiner Wertschätzung, nein, dein Erfahren der Abwesenheit von Wertschätzung, der größte Schritt, den du auf dieser Erde, auf deinem Weg zur Freiheit unternimmst. Denn deine Werte sind wirklich die Blockaden vor deinem Frieden, vor deiner Freiheit und vor deiner Freude. Ich sprach mit dir darüber, dass deine Werte deine eigene Krankheit erzeugen. Deine Werte erschaffen tatsächlich alles, wovor du Angst hast. Deine Werte erzeugen das, was du zu sein glaubst. Es ist das, was du zu sein glaubst, was die Bedrohung bildet, was deine Angst erzeugt. Wenn du dich zu deiner Bewusstheit dessen bewegst, was du als der Sohn Gottes bist, wird sich deine Wertschätzung darüber, was du zu sein dachtest, auflösen. Mit ihr werden sich alle deine Ängste auflösen. Ohne deine Ängste wird das Leben Liebe sein und Freude und Licht und Freiheit. Ich werde es noch einmal für dich wiederholen. Nein, nicht einmal, denn es wird noch viele Male geben, an denen ich dieses für dich wiederholen werde. Deine Vergebung ist nicht mehr als die Befreiung deines Selbstes von deinen Werten. Vergebung bedeutet nur, dass du erkannt hast, erfahren innerhalb deines Seins, dass nichts hier wertzuschätzen ist, dass nichts hier irgendetwas mit dem zu tun hat, was du in Wahrheit bist. Du bist, wie Gott dich schuf. Du bist Seele. Du bist Geist. Geschaffen nur durch Geist. Lebendig nur im Geist. Es ist diese Bewusstheit, die du bekommen willst, die du kennen und erfahren willst und welche du in deiner Vergebung und in deiner Liebe geben wirst. Heute will ich über die Diskussion von Wertschätzung hinausgehen und versuchen, dir dabei zu helfen, zu erfahren oder eine Ahnung darüber zu erhalten, wie deine Erfahrung sich gestalten wird, sobald du deine Wertschätzung aufgibst. Versuche deshalb, dir ein wenig mit mir vorzustellen, wie es wäre, diese Welt zu verlassen. Ich meine damit nicht, sie physisch zu verlassen, sondern sie im Sinne deiner Wertschätzung zu verlassen. Versuche nicht zu denken, versuche nicht zu analysieren, sondern lasse meine Worte in dein Wesen einfließen. Versuche, während du liest, etwas zu erfahren, was über diese Welt hinausgeht. Ich sagte im Text, du kannst dir nicht vorstellen, wie schön die Welt sein wird, wenn du erst einmal vergeben hast. Darüber werde ich jetzt sprechen. Versuche dir vorzustellen, zu fühlen, wie es wäre, zu wissen, dass deine Schwestern und Brüder keine Körper sind. Wahrhaftig, keine Körper sind, sondern Seelen. Versuche dir vorzustellen, wie es wäre, in der Tiefe deines Wesens zu wissen, dass, gleichgültig, was jemand von ihnen zu tun scheint, in der Form eines Körpers oder unter Benutzung dieser Illusion des Körpers, versuche dir vorzustellen, wie es wäre, zu wissen, dass alles, was sie wirklich getan haben,
ohne jede Konsequenz ist. Hiermit meine ich, sieh, ob du innerhalb deines Seins fühlen kannst, wie es wäre zu erkennen, dass überhaupt nichts, gleichgültig wie klein oder groß es erscheinen mag, dass gar nichts irgendeinen Effekt auf das haben könnte, was du bist. Lass uns einen Augenblick zurückgehen. Erinnere dich, dass deine Angst aus dem Glauben entsteht, dass die Handlung, die ein anderer mit seinem Körper auszuführen scheint, irgendwie etwas daran verändern kann, wer du bist. Höre mir aufmerksam zu. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Versuche für einen Augenblick die Freiheit zu fühlen, die du haben wirst, wenn du erkennst, dass es nichts gibt, was ein anderes Wesen tun kann, das deine Wirklichkeit auf irgendeine Weise beeinflussen könnte. Stelle dir ein Wissen tief im Inneren vor, so sicher und so stark, dass alle Worte, die ein anderer sagen könnte, alle Gefühle, die ein anderer haben könnte, keinerlei Wirkung auf dich haben kann, weil du frei bist. Versuche dir vorzustellen, wie frei du sein wirst, wenn du erkennst, dass überhaupt keine Handlung verändern kann, wer du bist. Im Extremfall versuche dir vorzustellen, dass ein anderer den Schritt unternehmen könnte, den du Mord nennst und dich scheinbar tötet. Ich sage dir, das würde in keiner Weise das verändern, was du bist. Versuche jetzt, wenn du kannst, das zu fühlen. Fühle die Sicherheit, die in dir sein wird, wenn du erkennst, dass nichts und niemand dir in irgendeiner Weise schaden kann. Wo bleibt dann dein Zorn? Wenn du weißt, dass du sicher und dass du frei bist, dann brauche ich dich nicht zu ermahnen, nicht wütend zu sein, denn es gäbe keine Wut in dir. Versuche für einen Augenblick, die Abwesenheit von Wut zu fühlen. Nicht als etwas, das unterdrückt, sondern als etwas, das wahrhaft ungeboren ist. Und spüre, wie frei du dich fühlst. Auf einer Ebene unterhalb der Zerstörung deines Körpers fürchtest du so oft die Handlungen anderer, weil sie anscheinend deinen Lebensplan durchkreuzen. Erinnere dich, dass wenn du den Plan aufrechterhalten willst, du den Wunsch fühlst, zu verteidigen. Darüber haben wir zuvor gesprochen. Stelle dir jetzt vor, dass wirklich alles ein Echo der Stimme für Gott ist, dass der Plan, den du aus deinem eigenen Denken erzeugtest, keinerlei Wert hat. Während du weiterliest, versuche das, was du liest oder was du hörst, tief im Inneren zu fühlen. Ich deute nicht an, dass du dieses Leben nicht mit Freude, mit Freiheit und mit Liebe genießen sollst. Nicht wertzuschätzen bedeutet nicht, nicht zu lieben. Etwas Wert zu geben heißt darauf zu beharren, dass dein eigener Plan bestehen bleibt. Das Loslassen dieses Beharrens wird dir deine Freiheit eröffnen. Versuche für einen Augenblick dir vorzustellen, dass du dir keine Sorgen machst oder dass du keine Angst hast,
vor der Vergangenheit oder insbesondere vor der Zukunft. Versuche dir vorzustellen, einfach durch dein Leben zu fließen wie ein kleines Kind. Wenn Umstände sich scheinbar verändern, du dich ihnen einfach nur anpasst und der Erfahrung erlaubst, durch dich zu fließen, ohne Hilfsmittel und ohne Widerstand. Nachdem du das getan hast, stelle dir vor, dass da ein Wissen in dir ist, dass dein Plan für die Zukunft wirklich ohne Konsequenzen ist. Stelle dir vor, dass deine wirkliche Freude in der Veränderung liegt und in der Freiheit, den Dingen zu erlauben, zu fließen und zu sein. Stelle dir so etwas oft vor und jedes Mal, wenn du es tun wirst, wirst du deine Bewusstheit von deinem Selbst, deinem einen Selbst stärken. Jedes Mal, wenn du dich dabei ertappst, dass du wertschätzt, dass du das Bedürfnis empfindest, das zu verteidigen, was du zu sein denkst, oder das Bedürfnis empfindest, den Plan zu erhalten, den du für die Zukunft entworfen hast. Jedes Mal, wenn du diesen Kampf im Inneren fühlst, mache eine Weile eine Pause und stelle dir vor, wie es wäre, wenn du diese Angst und dieses Bedürfnis, deine Zukunft zu erhalten, nicht hättest. Während du das tust, wirst du Stück für Stück fühlen, dass Freiheit in deine Seele einströmt. Es stimmt, dass Zeit eine Illusion ist, ein Trick, ein Kunstdreh. Du könntest tatsächlich in diesem Moment alle diese Ängste lösen, doch in dem Maß, in dem einer deiner größten Werte der Glaube an die Zeit ist, wählst du vielleicht, dass es Zeit dauern soll. Das ist völlig in Ordnung, denn du bist frei. Wenn ich andeute, dass du langsam fühlen wirst, wie die Freiheit in deinen Geist sickert, ist das meine Würdigung, dass du wählen kannst, deine Zeit zu schätzen. Erkenne aber immer, dass es nicht notwendig ist, dieses zu tun, denn du bist frei und könntest jederzeit die Zeit loslassen. Deshalb versuche, so oft du kannst, dir vorzustellen, nichts wertzuschätzen. Während du das tust, versuche die Erfahrung über die Freiheit, die zu dir kommen wird, in dir fließen zu lassen. Fast wie ein Tagtraum. Ich sagte, Geben und Empfangen sind in Wahrheit eins. Auch sagte ich, dass du die Wunder geben wirst, die du empfangen hast. Denn es gibt nichts als Einssein. Und das ist überall so. Während du dir diese Freiheit vorstellst, die dein sein wird, sobald deine Werte aufgelöst sind, stelle dir besonders das Weitergeben dieser Freiheit an andere vor. Dadurch wirst du sie dir zu eigen machen. Während du deine eigenen Werte in dieser Welt erforschst, versuche in deiner Vorstellung zu fühlen, dass du die Welt und die anderen in deiner Welt von den Werten befreit hast, die du ihnen auferlegtest. Sieh sie in ihrer Freiheit und in ihrer Freude, indem du das tust, was du dich selbst als frei sehen. Ich benutze das Wort sehen. Wenn du deine Brüder frei siehst, wirst du sie nicht als Körper sehen. Denn du wirst wissen, dass sie keine Körper sind.
Das ist der Schritt zur Schau des Christus, indem du sie jenseits ihrer Körper siehst, im Licht, das der Sohn Gottes ist, wirst du ebenso dein Selbst im Licht sehen, nicht als einen Körper, sondern als ein Teil der Freiheit, frei von der Vergangenheit und von der Zukunft, frei von jeder Zeit und auch von Raum. Höre mir aufmerksam zu. Es ist absolut möglich, dass du dich in dieser Welt bewegst, solange du es wählst, ohne deine Werte. Das, was ich dir heute rate, ist weder ein unmögliches noch ein unvernünftiges Ziel. Denn wie ich in einer der Lektionen andeutete, gibt es einen Weg, in dieser Welt zu sein, auf dem du kein Teil von ihr bist. Dieser Weg erfordert lediglich das Loslassen deiner Werte. Stelle dir vor, dass du frei sein sollst, hier auf dieser Erde, um all das zu erfahren, was dein Herz sich vorstellen kann. Was würdest du dir dann vorstellen? Du stellst dir vor, dass nichts und niemand dich jemals für das, was du gewählt hast, bestraft, dich niemals als schlecht bezeichnet, dir niemals Sünde unterstellt, dir niemals zu verstehen gäbe, dass dir irgendetwas genommen werden kann, um zu bewirken, dass du dein Verhalten änderst. Stelle dir vor, dass du völlig frei wärest, immer genau so akzeptiert, wie du bist. Egal, was du dir vorgestellt und gleichgültig, was du zu erfahren gewählt hast, denn das ist die Liebe Gottes. Indem du anderen diese Freiheit gestattest, empfängst du sie selbst gleichermaßen. Höre mir heute sehr genau zu. Indem du übst, indem du mit dem spielst, was ich vorschlug, indem du es offenen Geistes tust, ohne Widerstand, mit Mut, um die feinen, verborgenen Werte herauszufiltern, die du in erster Linie loslassen musst, wenn du das tust, wirst du dir Jahre über Jahre und Lebenszeiten deiner Zeit ersparen. Jeder Wert, den du loslässt, wird dein Wesen in ein Licht hüllen. Du wirst leuchten, Liebe und Freiheit ausstrahlen. Und jeder Wert, den du loslässt, wird mit dem gleichen Licht deine Welt umhüllen. Und jeden Umstand und um alle anderen Wesen in deiner Welt. Du wirst sie als frei und schön betrachten, genau wie dich selbst. Tatsächlich, du bist der Sohn Gottes. Jeder Bruder und jede Schwester ist der Sohn Gottes. Jeder ist absolut frei. Jeder verdient nichts weniger als vollkommene Freiheit, genauso wie du das Gleiche verdienst. Und alles, was jemals etwas wegnimmt, etwas von dieser Freiheit, etwas von dieser Freude, sind deine Bewertungen, über die wir sprachen. Versuche fleißig, dir die Abwesenheit der Werte in deinem Leben vorzustellen. Wenn du das erfährst, wirst du wirklich fühlen, wie diese Freiheit, diese Liebe und diese Freude zu dir kommt und zu deiner ganzen Welt. Seid alle gesegnet, das ist alles.